Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Stellaris. Jo, wir sind wieder drin, wir wollten uns ums Essen kümmern. Ja, das sieht richtig mau aus, das wird ja immer mehr, ich weiß gar nicht warum. Wir haben noch irgendwelche neuen Kolonien, was produzieren die denn zurzeit? Hier oben ist eine. Wie sieht's da aus? Okay, das wird noch kolonisiert, da sind wir noch nicht ganz fertig. Das dauert aber nicht mehr lange, aber dann immer eine Pause raus, dann ist das gleich soweit. Hier. Oberfläche. Hier gibt es überhaupt keinen. Doch, da unten gibt es einen. Und das entfernen können wir wahrscheinlich noch nicht. Nein. Da müssen wir gucken, dass wir das schnellstens entfernt kriegen, sozusagen. Damit wir da Lebensmittel mehr herstellen können. Ne? So, jetzt geht's da oben richtig rund, weil wir keine Nahrung haben. Pause mal rein. Hungersnot. Zufriedenheit der biologischen Bewohner minus 20%. Erdbeben gibt's auch irgendwo. Radonsen Prime, okay. Kürzliches tektonisches Ereignis für 1200 führt zum folgenden Effekt. Zufriedenheit minus 5%. Auch schlecht. Ja, das ist negative Bilanz. Uns auch gerade keine Gedanken drum machen, aber. Was war das jetzt? Ja, das war auch die negative Bilanz. Irgendwo sind Unruhen. Ja. Kann man hier was machen? Nö. Dann ist das halt so. Der Anführer hat eine neue Stufe erreicht, auch schön. Und da ist jetzt eine Kolonie fertig, ne? Ja. Das ist natürlich an der Stelle, wo ich ihn gar nicht haben wollte, wahrscheinlich. Kann man den dann umsiedeln nach da? Ne, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Bauen wir da. Stirbt er dann da? Nee, der stirbt doch nicht, oder? Einnahmenverluste, super. Lass den erstmal da und dann gucken wir weiter. Ja, Unruhen im ganzen Reich wahrscheinlich. Weil wir das mit dem Essen nicht hinkriegen. 31. Minus 9. Minus 6. Das ist egal, aber das ist nicht egal. Jetzt kommt ein Erdbeben-Schadensbericht. Kann ich auch nicht ändern. Den können wir jetzt auch kolonisieren, oder wie sehe ich das? Interessant. Dann brauchen wir noch mehr Essen, aber ist jetzt erstmal so ziemlich egal, ne? Die Miss Prime ist unten. Machen wir den hier. Geht aber nicht. Jetzt will sowieso das keiner machen, ne? Wahrscheinlich. Ne, das ist wegen den Unruhen wahrscheinlich auch noch dazu kommt, ne? So, okay. Sind es schon 34 negative? Ja, wie kriegen wir das geregelt? Gute Frage, ne? Das müsste jetzt sofort fertig werden, ne? 5 Monate noch. Wer war das? Was bringt uns das? Kulturerbestätten. Forschungsfortschritt. Biologie plus 15% Forschungsfortschritt, okay.
Friedensangebot. Okay. Aber da kommen wir auch nichts für, ne? Bringt uns auch nichts. Auch nicht. Sehr interessant. Unruhen, auch das wird vorübergehen, genau. Ja, die verlieren die Metroden, ist klar. Wir haben da ein großes Problem. Jetzt machen wir hier fertig. 3 Monate noch. Oh, das Reich verkleinert sich von denen, ne? Kann das sein? Und die werden hier größer, oder wie sehe ich das? So. Ja. Was soll ich denn zuerst machen, ja? Ja, dann lehnen wir das mal ab. Okay. Interessiert auch keinen. Und das interessiert uns auch eigentlich gar nicht. Was ist denn hier passiert? Die haben wir dann noch Farbe gekriegt. Sind die aufgekauft worden? Sieht wohl so aus, ne? Und das ist das. Sehr interessant. Ich möchte aber nicht, dass die sich verbinden. Das ist nämlich dazwischen meins. Das geht gar nicht. So. Sternkarten tauschen. Warum nicht? Ja, und dann neue Forschung. Okay. Tiefer Krater. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Biomedizinische Forschung. Ja. Das ist natürlich das Teuerste, ne? Bedeutet aber vielleicht, dass wir da ans Essen kommen. Gut, weiter geht's. Das ist in 25 Monaten zu Ende, alles klar. Ja, schauen wir mal, ne? Wo kriegen wir Essen her? Das ist jetzt die Frage irgendwie so. Da ist auch noch ein Planet. Oberfläche. Ja, auch da wäre es möglich gewesen, da hinzugehen. Und er geht wieder zurück, weil das wahrscheinlich nicht lebensmöglich da ist, ne? Aber hier könnte man ausbauen, wenn man natürlich die Mittel dafür hätte.
Tja. Weg damit. Brauchen wir auch nicht. Gut. Shady haben wir da reingeguckt. Die wächst da. Ja, das machen wir schon alles da richtig, glaube. Unruhen gehen weiter. Jetzt fangen da irgendwelche Voodoos an. So, und wie ist hier mit Essen? Tut sie auch nix. Sind Shelter ist da, okay. Da ist eine Forschungsstation, okay. Tja. Das bringt uns da auch nicht weiter, ne? Ist eine Militärstation, okay. Mecha Prime. Anführer verstorben, auch schön. Hier unten gibt es noch Essen, Leute. Pause ist schon drin, ne? Okay. Raummaterial in Bergen und so mit, das ist auch sehr interessant. Jo, gut, das haben wir dann auch. Was haben wir denn noch hier? So, da können wir nicht. Habe ich den da nicht darüber gezogen? Ja, aber ich glaube, der geht dann auch wieder zurück, ne? Genau so ist es. Da muss man erst was bauen für, ne? Geht das? Ich glaube nicht. 20, 30 fehlen uns. Sieht so ein bisschen so aus, als ob wir momentan im Untergang geweiht sind, ne? Ja, dann. Das brauchen wir auch nicht. Hier fehlt, ne, wo war das? Doch, hier ist richtig, glaube ich, ne, oder? Da fehlt der Anführer. Ja, dann setzen wir den da rein, ne? Sektoreinstellungen, ja. Feldressourcen berücksichtigen. Kannst du, glaube ich, überall reinsetzen momentan. Roboter bauen, lokalisieren, Weltraumkonstruktion, Militärstation, ne? Das ist erstmal das. Entschuldigung. Was haben wir hier? Energie Credit schicken. Sektor vor Ort ableitend, ja. Okay. Hier vorne sind die Apple.
Die Miss Prime hat da am meisten Probleme. Auf Reit sind da, auf Ass sind sie auch noch miese. Landwirtschaftlicher Schwerpunkt, industrieller Schwerpunkt, Forschungsklar, groß. Ja, zack. Machen wir erstmal da. Da haben wir schon. Ja. Wird wohl nichts werden dann, ne? Läuft, läuft. Ja, brauchen wir nicht so eine Liste da. Ja, yes. Supi, aber es ist, ja, was bringt uns das alles, ne? Läuft gerade sehr schlecht. Zwar 28, aber am Ende lohnt es nicht, ne? 2, 8, 12, da sind es 4. Warum brauchen wir eigentlich hier so 10 Miese für? Sind überall plus hier, sogar 28 plus, ne? Naja, okay. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.